Ja, Mahlzeit, mein Lieben, und herzlich willkommen zum nächsten Kochvideo. Ja, ich möchte heute mal was ziemlich Simples zeigen zum Kochen. Und zwar heißt es Bauernfrühstück. Ich denke mal, einige von euch werden es kennen, einige vielleicht auch nicht. Bauernfrühstück ist einfach ein ganz normales, ich sag mal so, Frühstück eher so für Bauarbeiter oder für Bauern. Einfach weil es schnell geht und zum Zweiten bringt es auch viel Energie, um den Tag zu überstehen. Und ja, was ihr dafür braucht, ist halt Schinkenwurst oder Geflügelwurst. Also ich habe jetzt halt hier so Schinkenwurst. Ungefähr 3 bis 4 Kartoffeln müsst ihr halt schauen. Eine Zwiebel, ungefähr 2 bis 3 Eier. Das ist halt, müsst ihr halt mal schauen. Ja, Buttersalz, dann halt hier Bohnenkraut habe ich genommen. Ihr könnt es natürlich weglassen oder komplett was anderes nehmen. Pfeffer und Paprikapulver. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. So, ja, als allererstes, was ihr machen müsst, ja, widmet ihr euch einfach den Kartoffeln. Ihr könnt gekochte Kartoffeln nehmen, ihr könnt rohe Kartoffeln nehmen, ihr könnt Pellkartoffeln nehmen. Das ist ganz euch überlassen. Ich nehme halt immer am liebsten rohe Kartoffeln, einfach weil es vom Aufwand her viel weniger ist und im Endeffekt auch so eine gewisse Frische reinbringt in das Ganze. Bei gekochten Kartoffeln ist halt eher so eine Matschepampe am Schluss. Ja, wie gesagt, einfach schälen. Ich habe jetzt hier schon mal die erste geschält. Ja, wie gesagt, das ist halt meine Variante, wie ich das Bauernfrühstück mache. Ich denke auch mal, es gibt verschiedene Varianten und jeder macht es im Endeffekt anders. Ich mache das halt am liebsten so. So, und dann schneide ich die halt einfach in Scheibchen. So, halt in Scheibchen machen, am besten wirklich so dünn wie möglich, also wie jetzt hier. So dünn wie möglich und ja, das macht jetzt eigentlich mit den ganzen Kartoffeln. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich nochmal, wenn ich die ganzen Kartoffeln geschnitten habe. So, ja, das sind jetzt die 4 geschälten und geschnittenen Kartoffeln. Ihr müsst halt schauen, je nachdem wie groß eure Pfanne ist, müsst es halt dann variieren, weil ihr müsst ja auch bedenken, dass dann nachher noch die Schinkenwurst dazukommt, die Zwiebel und die Eier. Und ja, die Pfanne habe ich jetzt schon angesetzt, dass die schon leicht warm wird. Und da tun wir jetzt einfach einen ordentlichen Schuss von dem, na hier kommen wir wollen immer nicht, so. Ordentlichen Schuss von der Butter rein und dann könnt ihr auch schon die Kartoffeln reingeben. Wie gesagt, die müssen jetzt nicht hardcore braten. Das kann ruhig noch auf, ich sag mal so mittlerste Flamme sein, damit die auch so ein bisschen schon mal durch werden. Wie gesagt, das bleibt so lange auf dem Herd, also theoretisch wird da jede Kartoffel gut. Also bis jetzt hatte ich zumindest noch nie die Probleme gehabt. Und deswegen tue ich es auch schon ins Kalte rein, dass es einfach schon ein bisschen Hitze bekommt. So, dann widmen wir uns einfach mal jetzt hier der Zwiebel. Ich überlege gerade, ob ich jetzt eine ganze Zwiebel rein tue oder nur eine halbe. Ich denke mal erstmal nur eine halbe, weil wir ja nur bis jetzt eine Pfanne voll haben. So. Ich hasse das, wenn die Zwiebel auseinanderfällt. Nein. So. Die muss auch nicht fein säuberlich, weil die sieht man am Schluss dann eh nicht mehr. Wie gesagt, die halbe Zwiebel. So, und ungefähr, ich sag jetzt mal, na so das Stückchen von der Schinkenwurst. Wie gesagt, ich habe die heute früh schon zum Frühstück genommen, deswegen ist die offen. Achso, ich bin jetzt natürlich sehr, naja, ist egal. Auf jeden Fall wollte ich da eigentlich Streifen draus schneiden. Ich war natürlich jetzt bloß so doof und habe das jetzt irgendwie ein bisschen. Muss man das mal so machen? So. Weil ich finde, mit Streifen, da schmiedet sich das halt besser ja, an, als wenn ich da jetzt irgendwie Würfel draus mache. Warum? Das erfahrt ihr dann auch zum Schluss. So, und jetzt macht ihr einfach hier so dünn wie möglich. Also, dass ihr halt wirklich hier so Streifen habt. Ihr könnt es natürlich nochmal in der Mitte durchschneiden. Müsst ihr halt schauen, wie ihr es am besten machen möchtet. So, jetzt hier unser misslungener Turm. So, damit sind wir auch mit der Vorbereitung schon durch. Schauen wir mal hier drüben. Das brät schon leicht vor sich her. Da könnt ihr jetzt auch theoretisch schon mal Pfeffer und Salz dran machen. Das auch nicht wenig, weil wir am Schluss bei dem Ei, da machen wir nicht extra noch irgendwas dran. Also von daher könnt ihr das schon ruhig gut würzen. So.
So, jetzt Pfeffersalz und Paprika schon dran. Das Bohnenkraut, das tue ich dann kurz, bevor ich das Ei reingebe. Weil wenn es verbrennt, das kommt ein bisschen doof. Und ja, ich würde einfach mal sagen, so 5 Minuten ungefähr muss es jetzt schon mal so vor sich hin braten. Immer mal schön zwischendurch wenden, dass halt schon mal ja, die Gewürze sich verteilen können. Und dass halt auch an jeder Kartoffelscheibe schon mal ein bisschen Hitze rankommt, dass es halt durchgart. So, jetzt mach ich mal ein bisschen runter, weil das soll ja nicht schwarz werden, es soll einfach schon mal ein bisschen garen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich nochmal, wenn das dann soweit fertig ist, dass wir dann weitermachen können. So, ja, wenn ihr dann merkt, dass ja, die Kartoffelscheiben sich so biegen wie hier, ja, könnt ihr dann auch den Rest wieder zugeben, also das heißt die Zwiebeln und die Schinkenwurst. Und das kann jetzt auch nochmal ein gutes Röntgen mitbraten. Und ihr könnt auch ruhig jetzt schon mal das hochdrehen, weil das kann jetzt ruhig Farbe bekommen. So. Ihr könnt zwischendurch mal die Kartoffelscheiben kosten. Wenn ihr halt merkt, dass Pfeffer und Salz noch fehlt, könnt ihr dann ruhig noch ein bisschen mehr Pfeffer und Salz dran machen. Müsst ihr halt, wie gesagt, ich kann dann schlecht sagen, ja, so und so viel Pfeffer und so viel Salz. Das müsst ihr wirklich für euch dann selber rausfinden, wie viel von was rein kann und rein muss. Oh, das riecht schon so geil. Mmh. Lecker, lecker. So. Oh, du Schatz, was hast du? Nicht gut. Er hat genickt, also das heißt, dass es gut riecht. So. Das tue ich auch von dem Bohnenkraut. Bisschen was rein, einfach für den Geschmack. Wie gesagt, ihr könnt es weglassen, ihr müsst es nicht reintun, ihr könnt auch andere Kräuter reintun. Ja, ist euch überlassen. Im Sommer nehme ich halt frisches, aber das geht halt im Winter schlecht. Weil wir haben ja draußen im Garten so einen schönen Kräutergarten, wo ich echt alles Mögliche dran habe. So. Gut, okay. Jetzt seht ihr schon, kriegt schon leicht Farbe. Ja. Wie gesagt, jetzt lassen wir jetzt mal kurz noch vor sich her braten. Sieht auf jeden Fall schon lecker aus. Hm. Krieg ich doch glatt Hunger. So, in der Zwischenzeit, während das jetzt vor sich hin dreht, könnt ihr euch die Eier nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal 3. So. Drei Eier, Hände waschen, so, und eine Gabel und tu das Ganze schon mal schön, nicht Schaum schlagen, aber halt so verrühren, dass halt Eigelb und Eiweiß gemischt sind und mal zwischendurch hier mal, ja, das sieht doch schon mal gut aus. Also ihr seht schon schön, wie angebraten das ist. Und ja, wie gesagt, ihr müsst halt schauen, je nachdem, wie viel ihr möchtet, wie es angebraten werden soll. Und ich denke mal, reicht das so von der Bräune her, oder? So, naja gut, okay, wir lassen mal noch einen kurzen Moment. Ja, wie gesagt, jetzt hier, also das Ei ist schön vermengt. Sieht man halt, das ist halt schön, ja, vermengt, dass es halt nicht mehr getrennt ist. Jetzt warten wir halt noch einen kurzen Moment. Aber ich würde sagen, sieht doch schon ganz gut aus. Da tun wir jetzt einfach das Ei rein, so wie es ist. So. Wir müssen es jetzt gut vermengen, dass überall Ei dran ist. Achtung. So, und dann schieben wir, ich glaube, wir schieben es auf die andere Seite. Schieben wir das einfach auf eine Seite. Ich mache mal ein bisschen runter. So. So, das lassen wir jetzt einfach auf der Seite ruhen. Das zieht dann von alleine durch. Das eine gefällt mir nicht, das wird gegessen. Oh, komm her. Ich habe Hunger, Leute, ohne Scheiße, ey. Ja. Hm. So, das lasst jetzt einfach mal
auf kleinste Stufe ungefähr, sagen wir mal 5-6 Minuten. Müsst ihr halt immer so zwischendurch mal schauen. In der Zwischenzeit organisiere ich mal einen großen Teller und räume eben das Brett hier weg. So. Jetzt, Jungs, das brauche ich noch mal. Warum, zeige ich euch gleich. Das sieht schon mal gut aus. Da merkt ihr auf jeden Fall, wie das von unten nach oben durchzieht. Ich mache mal ein bisschen höher. So. Zu der Zwischenzeit habe ich nämlich mal hier Gewürzgurken geholt, weil Gewürzgurken gehören definitiv zum Bauernfrühstück dazu. Und ich schneide es halt jetzt einfach in so Fächern, also das heißt jetzt hier an der Seite aufschneidet, dass ihr dann halt hier oben das noch lasst. Also ich zeige euch gleich warum, damit es dann zusammenhält. So, da könnt ihr es nämlich dann so schön dann halt dahin tun. Und das macht ihr jetzt bei allen beiden. Ihr könnt die Gewürzgurken auch weglassen, könnt Tomaten, Paprika, normale Gurken, das ist mir eigentlich relativ egal, nehmen. Ist halt immer bloß so ein Vorschlag, also ihr müsst nicht unbedingt das nehmen, was ich jetzt hier nehme. So, und jetzt habe ich hier noch Salat organisiert, das kommt dann als Dekoration einfach dran. So, okay, dann würde ich sagen, machen wir nochmal ganz kurz ganz hoch, damit es noch ein bisschen Farbe kriegt. Hier ist auf jeden Fall schon mal schön dunkelbraun. So, jetzt nehmt ihr einfach und kippt das um. So, und schon, das ist natürlich jetzt ein bisschen angeschwitzt, habt ihr ein wunderschönes Bauernfrühstück, was ihr jetzt halt noch ordentlich dekorieren könnt. So, ja, so sieht das Ganze dann aus, wenn das fertig ist. Ja, ich hoffe, euch gefällt's. Ja, wie gesagt, also ich mache mir das sehr oft, weil es an sich so schnell geht. Und von daher, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch geschmeckt hat, könnt ihr mir es gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es gekocht habt. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Montag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.